Yo Leute, was geht ab? Euer Beats heißt euch herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute spielen wir mit R-Button. Was das zu bedeuten hat, werdet ihr jetzt sehen. Ich wünsche euch viel Spaß. Daumen nach oben nicht vergessen. Let's go. Hier sind wir gespawnt. Hier steht Nice Day, right? Also, schöner Tag, nicht wahr? Ja, wunderschöner Tag. Ich kann leider nicht schlafen. Das heißt, wir müssten mal weitergehen. Ich weiß auch nicht, ob hinter den Dingens irgendwas versteckt ist. Kein Plan. Hier ist aber noch die Lobby. Ne, es geht, glaube ich, auch gar nicht richtig los. So, unsere Aufgabe ist es, alle 64 versteckten Diamanten zu finden. Das ist quasi so eine Punktzahl. Also, im Prinzip müssen wir nicht alle finden, aber je mehr, desto besser. Und ja, hier steht auch, manche Diamanten sind sehr, sehr schwierig zu finden. Und man kann im Forum seinen Score hinschreiben, also wie viele Diamanten man gefunden hat. Ich bin gespannt, wie viele wir finden werden. Und ja, wie schon gesagt, die Map heißt Mid-Air-Button und ist von 8 Boss, oder? Ja, 8 Boss. Okay, play on Peaceful, play on Game Mode 2, play with Render Distance at 12. Okay, habe ich alles so eingestellt und hier starten wir einfach mal. Beginn. Okay, Level 1. Es gibt insgesamt übrigens 10 Level, damit ihr Bescheid wisst. Surface Plant, very easy. Okay, das soll very easy sein. Ich guck mal, ob hier schon irgendwo ein Diamond versteckt ist. Ne, sieht bis jetzt noch nicht so aus. Wir müssen halt immer versuchen, die Knöpfe zu drücken. Und hier diese Lava. Moment mal. Da sind, warte, wenn man hier reinspringt. Es war ja irgendwie klar, oder? Wir haben die ersten Diamanten gefunden. Wunderbar. So, und jetzt müssen wir in der Luft. Lol. Den Knopf drücken? Hä? Okay, wir haben keinen Fallschaden bekommen. Warum haben wir keinen Fallschaden bekommen? Naja, ist mir ja im Prinzip egal. Level 2, Blue Abyss. Hard. Okay, das ist schon hart. Dann bin ich mal gespannt. Hier müssen wir auch irgendwie wieder die Dias finden, ne? Ah! Ah, okay, okay. Hab's gecheckt. Also, ich habe den Knopf auch schon gesehen. Da ist der, seht ihr den? Da ist der. Aber ich frage mich, ob wir irgendwie... Wir müssen ja irgendwo Dias finden, ne? Ob hier irgendwo wieder eine Lücke ist oder so. Okay, ne, hier unten scheint schon mal keine Lücke zu sein. Diesmal unter der Lava, also der gleiche Trick ist es jetzt nicht. Dann sollten wir mal, Moment, immer schwimmen. Oh, irgendwann kriegt man zu viel Tempo. Wir müssen auf den einzelnen Ebenen am besten stehen bleiben. Oh, ich habe da eine Kiste gesehen. Ich habe die Kiste gesehen. Okay, Leute, die ist hier auf der Seite, die Kiste. Da irgendwo unten. Habt ihr es gesehen? Ich habe sie gesehen. Oh mein Gott, wir müssen sie treffen. Ja. Und wir haben alle Diamanten, jawohl. Insgesamt schon 10 Stück und wir sind gerade mal bei Level 2. Sehr schön. Und jetzt können wir auch den Knopf drücken. Hoffentlich klappt das. Oh, jawohl, wir haben es geschafft. Und wir sind jetzt in Level 3. Hypnotic River City, falls es so ausgesprochen wird. Keine Ahnung. Okay, hier ist wieder... Oh! Das ist natürlich sehr schön, aber wir haben hier die Dias gefunden, Leute. Das ist mir gerade aufgefallen. Das sind wieder so viele. Okay, nice. Wir sind jetzt schon bei 17 Dias. Wunderbar. So, und jetzt müssen wir nur noch den Knopf drücken. Ich weiß nicht, ist hier noch irgendwo? Ich glaube nicht, dass hier noch irgendwo Dias versteckt sind. Oh, scheiße. Jetzt haben wir den Knopf nicht getroffen. Okay, aber es ist, glaube ich, gar nicht so ein schwieriges Level. Sagte Beats und starb. Das ist easy. Seht ihr? Dieses ist auch als easy eingestuft. Aber wir müssen im richtigen Moment Rechtsklick drücken. Okay, komm. Ja, okay, sehr schön. Auf der mittleren Spur hat man wieder keinen Fallschaden bekommen, ne? Keine Ahnung, warum. Was kriegen wir hier? Night Vision. Ne, Blindheit. Genau das Gegenteil. Okay, hier ist ein Weg. Und da ist eine Kiste. Ist hier eine Druckplatte? Ja, ich denke mal, man stirbt, wenn man da drauf geht. Wir testen es mal aus. Oh nein, das war ein Zombie. Egal, wir haben schon 24 Dias. Jetzt geht's zurück, back zum Hauptteil des Levels. Und da unten ist ein Knopf. Und wir sind gestorben. Okay, so, komm jetzt aber. Jawohl, okay, Knopf gedrückt, sehr schön. Oblong Jump, normal. Okay, hier ist eine Kiste mit 3 Milch. Oh shit, da ist was und hier ist auch was. Natürlich erstmal hier hin. Da müssen wir die Kiste berühren in der Luft gleich. Und da sollten dann wieder Dias drin sein. Jetzt aber komm. Ja, okay, sehr schön, wir haben alle Dias gefunden. Sind jetzt bei 32. Oh, jetzt müssen wir nur den Knopf treffen. Jump Beats, Jump. Ja, oh mein Gott, wir haben es geschafft. Sehr schön. So, jetzt hier nochmal alles erkunden. Ist hier noch irgendwo was versteckt? Hier drunter vielleicht? Nein, auch nicht. Okay, weiter geht's. Hier ist was. Oh, wir kriegen diese Ding. Dieses Hochfliegenteil. Ich frage mich, ob hier unten gerade noch irgendwas... Es wäre ja übelst geil, um hier unten dann noch was zu verstecken, ne? Die Idee. Hm, ich weiß es aber nicht. Vielleicht hier in der Ecke irgendwo. Ne, glaube ich nicht. Okay, dann spielen wir das Level nochmal. Wir müssen hier hochfliegen und am besten eine Kiste finden. Da ist eine Kiste, da ist eine Kiste, da ist eine Kiste. Nein! Okay, hier sind wir falsch. Ah, wir haben die Kiste schon mal gefunden. Da hinten ist die Kiste, da hinten ist die Kiste. Oh, schnell hier durch, hier durch, hier durch. Nein, schon wieder nicht geschafft. So, da rechts hoch für die Kiste. Komm. Beats, du schaffst das. Ja, wir haben die Kiste. Okay, nochmal 6 Diamanten. Und,
Wir müssen aber eigentlich noch weiter höher, ne? Hier kommen wir noch nicht dran. Das heißt, wir müssen uns jetzt erstmal töten gehen. Und dann können wir das Level auch richtig schaffen. Wir dürfen auch nirgendwo gegenknallen, glaube ich, oder? Komm, 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 komm. Jawohl, geschafft. Sehr schön. Level 7, Quantum Time. Easy. Okay, hier ist ein Knopf. Wir müssen ja irgendwie hier durch. Komm, hier ist auch ein Loch da oben. Okay, was hat das zu bedeuten? Eine Enderperle, okay. Ich mach mal F5 hier, vielleicht hilft uns das was. Ne, man sieht nichts, ne? Aber hier oben ist auch ein Loch. Was ist, wenn ich das da hochwerfe? Moment. Ich probier's mal aus. Was passiert dann? Komm bitte nicht rüber, nicht zurück. Och Mann, war das unnötig. Ja, jetzt aber. Ja, oh mein Gott. Habt ihr das gesehen? Und da ist die Kiste versteckt. Oh shit. Wir haben es halt echt geschafft. Nochmal 4 Diamanten gefunden. Sehr schön. Ich bin stolz auf dich, Beats. Ich bin sehr stolz auf dich. So, jetzt können wir hier runter. Wir haben das Level geschafft. Das heißt, wir brauchen... Ja, doch. Wir haben das Level geschafft. Oh, wir müssen hier nochmal. Oh, wir haben es überlebt. Als ob. So, Level 8. Wunderbar. Nicht schlecht. Alter, wie habe ich das geschafft? Reverse the top. Very hard steht hier. Oh, shit. Ich suche aber erstmal nach einer Kiste vielleicht. Hier oben irgendwo eine Kiste oder so versteckt. Oh, da hinten. Ja, da kann echt was versteckt sein. Ja, 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 ja. Man geht hier hoch. Oh, shit. Jawohl, und da oben ist eine Kiste. Sehr schön. Leute, also wir alle Dias finden. Wir sind bei 50. Wenn wir alle schaffen, dann sind wir die Kings. Jetzt die Frage, wie kann man hier weiterkommen? Ah, man muss hier die Lilianen immer weiter runter oder so. Oh, shit. Das ist hart, glaube ich. Komme ich irgendwo hin oder? Ja, ich sterbe, okay. Alles klar, das heißt, unser Ziel ist es also nicht runterzukommen. Was dann? Das ist die Frage. Hier muss, wir müssen irgendwo einen Knopf finden am besten. Ah, da, ich habe einen Knopf gesehen, Das heißt, wir bewegen uns langsam runter. Immer Richtung Mitte und da war irgendwo ein Knopf. Da war irgendwie, ich habe doch gerade einen Knopf gesehen, oder? Ja, da war ein Knopf. Ja, da ist ein Knopf. Moment, Leute. Hier... Beats, a.k.a. Nein, Tarzan wollte ich gerade sagen. Da war aber der Knopf, habt ihr ihn gesehen? 6,5 Stunden später. Oh mein Gott, Leute, wir sind hier drauf. Schaffen wir es, den Knopf zu drücken? Ich darf keinen Fehler machen. Nein, es gibt... Nein. Das gibt's nicht. So, Leute, ich habe aber die richtige Taktik mittlerweile raus. Und zwar, man geht hier drauf, man sneakt, man geht rüber, man geht ein bisschen weiter runter, man geht wieder rüber, ein bisschen wieder runter, dann wieder hierhin. Oh mein Gott, dann passen wir aber ein bisschen auf. So, dann hier rüber. Wunderbar. Und dann springt man von hier aus direkt darüber. So, und dann muss man darauf aber kleben bleiben quasi. Und das ist so, genau so. So, und dann muss man den Knopf drücken. Das geht aber allerdings nicht, weil man verfickt nochmal... Ja! 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 Woo! Geil! Okay, Level 9. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Inside Steve, in Klammern Normal. Ich sehe selbst nichts, Leute. Ich sehe nichts, Leute. Ich sehe wirklich nichts. Absolut gar nichts. Aber ich sehe, dass da irgendwas ist. So ein Loch oder so. Ja. Jetzt gehen wir hier runter. Was ist hier? Wrong way. Oh nein, hier ist nicht mal eine Kiste versteckt. Scheiße, er hat uns verarscht. Doch, hier ist ein Knopf. Ah, der tötet uns. Scheiße. Okay, ich habe jetzt den Shader ein bisschen ausgestellt. Jetzt sieht man wenigstens auch was. Immerhin. Hier vielleicht der richtige Weg. Auch wrong way. Aber hier ist eine Kiste, sehe ich, oder? Da ist eine Lücke. Ja, da ist eine Kiste hinter. Oh shit, wir haben wieder die Diamanten gefunden. Wir sind bei 55 Diamanten. Not bad. So, wir müssen jetzt aber den Shader rausnehmen, weil, wie gesagt, sonst hätten wir ja nichts gesehen. Oh mein Gott. Nein. So, und zwar 1 und... Lol. Wir haben es geschafft, oder? Oh, Wo ist denn der richtige Weg, wenn überall Wrong Way ist? So, Leute, also, ich habe jetzt so lange rumgetüftelt und ich habe nichts gefunden und dann musste ich irgendwann hinterfragen, was hat das jetzt zu bedeuten? Ich verstehe es nicht, Leute, wir sind gerade in Game Mode 3, wir können hier überall durchfliegen, ne? So, hier starten wir, hier ist halt, ne, nichts. Hier außenrum seht ihr, hier ist das Ding für den Start, für die, Nachtsicht, die man dann bekommt. Und, sonst ist hier wirklich nichts, ne? Das heißt, oben Kopf können wir schon mal abhaken. So, dann geht man hier runter, dann ist hier der Körper. So, hier auf der Höhe ist ja sowieso nichts, ne, kann ja nichts sein. Und sonst ist hier unten auch wirklich rein gar nichts, außer dieser Knopf, dieses Schild mit Wrong Way. Das heißt, es gibt nur Wrong Ways, wie kann man denn dann weiterkommen? Ich verstehe es nicht. So, deswegen muss ich mich hier hin tippen und, ja, jetzt müssen wir hier spielen. Hier, Spawn ein, jetzt haben wir einen Einstiegspunkt gesetzt. Und hier steht Level 10, Hyper Minecart Extremely Hard. Okay. Was muss man jetzt machen? Eventuell den Knopf drücken. Dann bekommt man eine Lore. Dann drücken wir hier drauf und fahren einfach mal los. Guckt euch mal diesen Raum an.
der Gosh ist hier los. Oh mein Gott. Okay, die Frage ist, was passiert? Das ist extremst verstörend. Alter. Das ist echt nicht normal. Was hat das zu bedeuten? Oh mein Gott, man fliegt hier durch. Man muss hier irgendwo in der... Wo ist der Knopf? Da war der... Ich glaube, da ist der Knopf hinter uns. Alter, wie krass ist das denn? So, wo ist der Knopf? 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 Da? Nee. Moment mal. Habt ihr das gesehen? Da ist eine Kiste, oder? Ja, wir haben die Kiste gefunden. Und wir haben wirklich alle Diamanten gefunden. Wir haben alle Diamanten gefunden, Leute. Alle 64. Das gibt's nicht. So, und jetzt müssen wir es aber trotzdem killen, weil unsere Lore ist uns weggefahren und hier kommen wir nicht durch. 2000 Jahre später. Komm bitte, 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 bitte. Ja, ich habe einen Knopf gedrückt. Ich hab's gehört. Ich hab's doch gehört. Das gibt es nicht. Ich hab's doch selbst gehört. Kommt jetzt aber, jetzt aber, jetzt aber. So, da ist der Knopf. Ja, wir haben es geschafft. Wir haben den Knopf gedrückt. Wie habe ich es geschafft? Ohne mein Team. Nie ohne. So, jetzt steht hier auch schon Thanks for playing Map by 8Boss nochmal. Und ja, ich bedanke mich auch dafür, dass die Map so cool war. Hat richtig Spaß gemacht. Daumen nach oben, falls es euch gefallen hat. Wir sehen uns morgen beim nächsten Video wieder. Abonniert meinen Kanal, falls ihr dies noch nicht getan habt. Ciao, ciao, euer Beats.